Assalamu alaikum, Leute, was geht? Neues Video bei Marettor.de, ihr wisst Bescheid, Alter. Heute mal wieder ein kurzer Fußball-Talk nach langer Zeit, Alter, nach so vielen Stadion-Vlogs auf jeden Fall. Deswegen, Leute, habe ich mir gedacht, mache ich heute mal ein spontanes Video, Alter. Weil, wie gesagt, die Woche kommen leider keine Vlogs, deswegen ich muss mir ein Video einfallen lassen und ich dachte mir so viel Allgemeinheit, weil wir haben heute DFB-Pokal. Ich weiß nicht, wann ihr das sehen werdet, das Video. Ich hoffe mal rechtzeitig, dass ich nicht zu lange brauchen werde. Auf jeden Fall habe ich mir heute gedacht mal, und zwar 5 Spieler, die safe zur WM müssen. Also wenn Hansi Flick dieses Video sehen sollte, Cap auf jeden Fall diese 5 Spieler sollte er auf jeden Fall mitnehmen, Alter. Extra ein Ranking gemacht. Auf Platz 5. Mario Götze, Leute. Auf jeden Fall, ja, ihr werdet denken, jetzt, warum so offensichtlich gleich, aber ich habe mir nachgedacht, ich bin zum Entschluss gekommen, Mario Götze muss auf jeden Fall mit zu der WM, ob man will oder nicht. Der spielt diese Saison sehr, 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 sehr gut. Ich habe jetzt leider nicht mehr seine Statistiken im Kopf, aber auf jeden Fall, der hat schon ein paar Türchen, ein paar Vorlagen gemacht und auf jeden Fall sehr, sehr stabiler Spieler bei Frankfurt. Hat auch diese Saison, wie gesagt, Champions League Erfahrung sammeln können und wird sie auch noch sammeln. Wie gesagt, Frankfurt hat ja noch die Chance weiterzukommen und deswegen ohne Frage für mich muss Mario Götze auf jeden Fall mit zur WM fahren. Auch wenn er nicht spielen sollte, er wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für die jüngeren Spieler. Er hat Erfahrung, er hat im WM-Final das entscheidende Tor geschossen, darf man auch nicht vergessen. Und generell ist einfach Götze, Mann. Der hat einfach eine Ausstrahlung, Charisma und deswegen auf jeden Fall auf meinem Platz 5 Mario Götze. Platz 4 meiner Liste, die auf jeden Fall mit muss, ist Christian Günther, Leute. Und ja, Leute, die meisten werden jetzt erstmal ein Fragezeichen haben und sich denken, wer Christian Günther ist. Auf jeden Fall an alle, die keine Bundesliga schauen, schaut mal mehr Bundesliga, weil auf jeden Fall jeder, der Bundesliga schaut einigermaßen, sollte Christian Günther kennen. Und wie gesagt, ich muss sagen, bei Freiburg jetzt konstant seit 2,5, 3 Jahren, wirklich immer konstant auf der linken Seite, läuft er die Linie hoch, runter, Pferdelunge, geisteskranke Flanken, super Schuss, wirklich super Raumverständnis und vor allem richtig guter, ich finde auch ein guter Schienenspieler, der auch mal hoch, runter mal mit dem Flügelspieler kombiniert und vor allem sehr, sehr guten Offensivdrang hat. Und auch gut schnell. Dann sehe ich auf meinem Platz 4, auf jeden Fall Christian Günther muss auf jeden Fall mit, weil jeder redet über David Raum, dies, das, auf jeden Fall, ich sage euch ehrlich, er muss auf jeden Fall mit, zumindest als Backup, weil, wie gesagt, wer seit Jahren auf so einem guten Niveau ständig so gute Leistungen bringt, der muss auf jeden Fall mit zur WM und deswegen auf Platz 3, Leute, und zwar Florian Wirtz, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört, Florian Wirtz, der jetzt ja bald sein Comeback feiern wird. Auf jeden Fall, für mich keine Frage, auch wenn der jetzt ein fucking Jahr jetzt gefühlt oder wie lang jetzt schon oder ein halbes Jahr verletzt war, Kreuzbandriss hatte, muss der Typ safe mit zur WM. Also da geht gar nichts, Leute. Also er muss safe mit zur WM mit seinen 19 Jahren, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, 19 Jahre, was der für ein Fußball spielt, das ist wirklich geisteskrank, Mann. Wirklich, der hat einen linken Fuß, der hat einen rechten Fuß, der hat überragende Spielanlagen, der macht einmal, zweimal Schulterblick, zack, zack, das ist wie ein Matrix, Digga, der bewegt sich wirklich wie ein Matrix, Digga. Also wirklich, Florian Wirtz für mich so underrated, Leute, also jeder redet eigentlich über Gavi, Pedri, Bellingham, Kamavinga, Digga, aber wie gesagt, Leute, Florian Wirtz, der wird noch ein ganz großer werden, deswegen, der muss safe mit zur WM, Alter, wer keine Ahnung hat, wer das ist, googelt mal seine Skills und dann werdet ihr auf jeden Fall ganz anders über den Typen denken. Auf jeden Fall, was er für Statistiken letzte Saison aufweisen konnte, war geisteskrank. Also wirklich, wie gesagt, spielt es halt noch bei einem, sagen wir mal, schon Top 5 Team. Zumindest jetzt, aktuell nicht, aber normal schon. Und ich denke, der hat sich gut weiterentwickelt und ich denke, er wird auch bald den nächsten Step machen. Aber ich sage euch auf jeden Fall, der muss auf jeden Fall mit zur WM. Da wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Und fürs Mittelfeld definitiv. Zumindest man sollte ihn auf jeden Fall als Backup mitnehmen. Und deswegen ist Florian Wirtz bei mir auf Platz 3. Auf Platz 2, Leute, bei meinen Nominierungen, die Hansi Flick auf jeden Fall machen muss, tätigen muss, auf jeden Fall Robin Gosens, Leute, ja. Und Robin Gosens ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, ich weiß schon. Aber, Leute, wie gesagt,
Soll ich ganz ehrlich, der muss zur WM. Der Typ, auch wenn er in dieser Saison, glaube ich, umgerechnet, vielleicht gerade mal 60 Minuten auf Platz stand. 60 Minuten, das ist gar nichts. Das sind vielleicht, ich habe vorher gesehen, 8 Spiele stand der nur auf dem Platz. Das ist ja gar nichts. Aber Leute, trotzdem. Letztens habt ihr gesehen, das Spiel in Barcelona, was der wieder gemacht hat, Digga. Was ein, wirklich so ein guter Schienenspieler war, der mit Lautaro da vorne. Gut kombiniert. Gute Abschüsse und dann dieses eine Tor gegen Barca, Bruder, der hat den so reingescheppert in den Winkel, Leute. Das glaubt ihr mir nicht. Das war geisteskrank, wirklich. Das war Feierabend. Und wie gesagt, für mich muss er auch aus einem Grund mit zur WM, weil der einfach menschlich so gut ist und auch gute Erfahrung hat. Und definitiv, man sollte ihn als Backup haben auf der linken. Er kann auch, glaube ich, im Notfall auch auf der rechten Verteidigung spielen und... Wie gesagt, er hat es gezeigt, er hat auch seine Schwächen, natürlich, aber er hat das letzte Mal gezeigt in Portugal, 2 Buden, 2 Dinger reingeballert, einmal mit Kopf, einmal mit Volley, zack, zack, deswegen, meiner Meinung nach, auch wenn er fast gar nicht gespielt hat, musste er für mich definitiv zur WM und ich würde ihn auf jeden Fall safe zumindest als Backup mitnehmen, weil, wie gesagt, Robin Gosens ist einfach bester Spieler, Digga, einfach Top-Mentalität, Top-Spieler und ja, was habe ich zu sagen, das ist mein Platz 2, Leute. Dann, Leute... Auf Platz 1 meiner Liste, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar sehr, sehr offensichtlich, wo über ganz Fußball Deutschland aktuell redet, ob er mitkommt oder nicht. Aber für mich persönlich muss er nominiert werden und hoffentlich wird Hansi Abi das machen, weil das wäre einfach, der muss mit. Und zwar Niklas Füllkrug, Leute, von SV Werder Bremen. Das ist mein Platz 1 Platzierung. Er muss einfach mit zur WM, einfach aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe mir die Stats angeschaut, diese Stats. Sind schon sehr, sehr geil, Alter, sage ich euch ehrlich. Ich meine, der Digga, der hat insgesamt einfach, wie viel, ich glaube, 8 Tore und 2 Vorlagen. Insgesamt 10 Scorer, also insgesamt mit den Vorlagen zusammen. Und der ist ja geisteskrank, Alter. Also, wie gesagt, vor einem halben Jahr hätte noch keiner gesagt, dass Füllkrug mit zur WM muss. Aber, Digga, dieses Jahr, sage ich ehrlich, muss der safe mit zur WM. Da gibt es gar keine Frage, wie der aktuell aufspielt, wirklich. Ich meine, Deutschland hat sowieso keinen anderen Stoßstürmer. Wir reden von Stoßstürmer. Wie gesagt, und da hat Deutschland keinen. Deswegen, ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen, reinhauen. Der muss ja auch nicht von mir aus von Anfang an spielen, aber der muss definitiv mit. Das ist euch ganz ehrlich, Leute. Ich denke mir wirklich beim Füllkrug, ich habe so Flashbacks wie vor 4 Jahren. Ich weiß nicht, nur die wenigsten können sich daran erinnern. Damals, wo Sandro Wagner noch war, hatte er auch so eine krasse Saison. Das war 2018 bei Bayern. Ich weiß auch noch damals, da war auch die Diskussion, soll der mit, soll der nicht mit. Am Ende wurde der nicht nominiert, was ich ziemlich schade fand. Und ich fand auch im Nachhinein einen Fehler und ich denke, der Flick, der hat daraus gelernt und deswegen, ich denke mal auf jeden Fall, dass der Füllkrug, denke ich mal, mitnehmen wird, weil wie gesagt, nimm den einfach mit, Digga, dann hat Deutschland wenigstens einen Stoßstürmer, den man vorne reinstellen kann, der mal, Digga, der mal die Dinger da vorne festmachen kann, mal eine linke Palette, also eine linke Flanke, rechte Flanke da reinballern kann und mal aufs Tor knallen kann. Deswegen, Leute, Füllkrug muss safe mit. Also da gibt es gar keine Frage, Alter. Das ist auf jeden Fall auch der beste Sohlenspieler, den Deutschland hat. Digga, Sohlenspieler. Neuer Meme geworden, Leute. Auf jeden Fall. Mit Sohlenspieler meine ich, Leute, halt. Der ist der Beste. Der arbeitet richtig gut gegen den Rücken. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn da ein 2 Meter, keine Ahnung, Virgil van Dijk oder keine Ahnung, Alex Chamberlain oder keine Ahnung kommt. Dann, Digga, der macht einfach nur so seinen Körper rein und die ballern einfach gegen seinen Rücken ab. Deswegen, der muss safe mit. Also, deswegen, Leute, auf Platz 1 bei mir, Niklas Füllkrug, Alter. Und, ja, Leute, das war's vom Video. Die 10 Minuten genau erreicht, Alter, auf ganz stabile Basis. Und, ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Auf jeden Fall, nächste Woche geht's weiter mit dem Vlog, Alter. Da gibt's dann Chelsea gegen Salzburg Vlog, Alter. Wieder. Erstmal Sterling und Aubameyang abchecken. Ich bin gespannt, so auf die englischen Fans. Wird wild werden und ja, Leute, auf jeden Fall. Ja, bis zum nächsten Video. Haut's rein, Leute. Und schreibt's in die Kommentare rein, wie ihr noch so nominieren würdet in die Nationalmannschaft, wenn ihr mal so Nationaltrainer wärt. Auf jeden Fall, Leute, haut's rein. Bis zum nächsten Mal, euer Maretto AD. Ciao.